Ja, mein Gefühl sagt mir, das wird heute ein sehr kurzes Video zu dieser Billigsdorfer Säge. Wenn es dich interessiert, ob ich recht habe, dann bleib dran. Hallo, willkommen, das ist der Reini Rosser vom Survival Shop bei Lebenskunst. Schön, dass du dabei bist. Da ist sie nun, diese günstige Klappsäge, die habe ich bei Amazon gekauft. Gibt es aber auch bei Chinesen direkt zu kaufen. Und ich habe mir mal gedacht, ich will wissen, was die Xing Shao Folding Saw hat, diese Saw, diese Säge. Und ich habe mir absichtlich ein wirklich günstiges Teil gekauft. Ich gebe da unten den Link dazu. Und manche schreiben mir, und das mag ich noch ganz kurz, bevor ich den Test jetzt mache, warum ich überhaupt so billiges Zeug, China-Zeug, vorstelle. Der Punkt dabei ist der, manchmal heißt teuer nicht gut. Wirklich, ja. Ich meine, wenn man gar keine Ahnung hat und so ein Produkt hat, dann ist der Preis sehr häufig, wenn man diese Erfahrungen gemacht hat als Mensch, ein Qualitätskriterium. Und das stimmt manchmal auch. Und manchmal auch nicht. Nämlich im Umkehrschluss würde ja bedeuten, alles was günstig ist oder billig ist, was einen niedrigen Preis hat im Vergleich zu anderen Dingen, das muss Kacke sein. Kacke, gequirlte Kacke, die man irgendjemand anbieten mag. Ja? Und das stimmt auch nicht, weil es gibt manchmal günstige Produkte, die deutlich besser sind als die teuren. Aber umgekehrt natürlich auch teures oder kostenintensiveres, das dann auch mehr kann. Also das kann man nicht pauschal beantworten. Und wenn ich nicht vorher den Test mache, dann kann ich es nicht wissen. Deswegen, das wollte ich gerade einfach einmal beantworten an der Stelle. So, diese Säge, also allein beim Auspacken bin ich schon extrem skeptisch. Ja? Ich muss wirklich sagen, ich bin extrem skeptisch, weil wir werden sie dann nachher testen. Warum? Erstens, wenn du dir die anschaust, die wackelt voll hin und her, also da genau in diesem Bereich, wo diese Verschraubung ist, ja. Was nett ist, was ich gut finde, ist, dass es kein Super Torx ist oder was, also man kann das auch im Feld, kann man das relativ einfach mit einem Schraubenzieher wieder nachziehen. Das wackelt alles, obwohl ich festgezogen habe, also das ist wirklich, das wackelt wirklich schön. Dann, da schert, also da zwickt es. Gut, da könnt ihr ein bisschen WD-40 reingeben oder Ballistol oder irgendwas, aber gut, soll so sein. Dann müssen wir uns ein bisschen über die Verarbeitung, natürlich bei den paar Euro, die das kostet, darf ich mich nicht wundern, dass die Naht da einfach nicht schön verarbeitet ist. Dass hier der Teil da, wo man das Schnürl durchmachen kann, auch irgendwie unangenehm ist. Und was ich aber schon bemängeln muss und das, was mich jetzt zum Beispiel stören würde, wenn ich damit länger arbeite oder mich stört, wenn ich länger damit arbeite, bin ich mir ganz sicher, das ist diese Kante hier, weil die ist scharf, ja, besonders da vorne, ja, die ist richtig scharf und das ist unangenehm, wenn man das angreift. Also das einmal zur Verarbeitung. Ja, jetzt wollen wir mal den Sägentest machen und wie gesagt, ich habe sie noch nicht ausprobiert, aber allein wenn ich mir das Teil anschaue, gut, also ich habe jetzt hier einen Haselstock und wie gesagt, ich will heute nicht viel. Ich fange mal den Sägen an. So, und ich habe natürlich meinen Vergleich mit meinem Bakko. Und wenn ich jetzt das Silky auspacken würde, also so eine Japan-Säge, das wäre unfair, weil die muss ganz einfach, die Japan-Sägen sind einfach irre, die sind auch schneller und intensiver als zum Beispiel die Bakko. Trotzdem, nein, das ist... Das macht richtig Spaß damit. Und das da ist eine lahme Ente. Ja, gut, dann gehen wir mal zum frischen Holz. Ich habe mir gedacht, bevor wir zum ganz frischen Holz gehen, gehe ich so zu einem mittelfrischen, aber zu einem harzigen Holz. Das ist eine Lärche. Die habe ich im Winter mal umgehauen, auch bei einem Video. Ich weiß gar nicht, bei welchem. Und ja, jetzt wird die weiterverarbeitet. Das ist sehr harzreich. Rieche bis darauf jetzt schon. Funktioniert natürlich, ich meine, ist eh ganz klar. Dann Bakko, wie gesagt, wenn ich das Silky auspacke, würde das noch unfair. Ja. Die Bakko ist mir jetzt hängen geblieben, sagt auch gleich warum, aber ist eine andere Geschichte. Also ich brauche weniger Kraft, ja. Ich sag gleich dazu bei der Bakko, ich brauche weniger Kraftaufwand.
Gott, das muss man jetzt glauben, oder man müssen das gar nicht, das kannst du mir glauben oder auch nicht, ja. Warum hat es jetzt bei der Paco kackelt? Also gehakt, warum es nicht gleich funktioniert hat? Das ist, weil die Spitze verbogen ist, ja. Die habe ich mal verbogen, oder Teilnehmer, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, die muss ich wieder gerade biegen. Da sieht man es auch ganz schön, da drinnen ist verbogen, und wenn das dann hängen bleibt, dann bleibt das hängen. Ich glaube aber, dass man das hier zum Beispiel nicht allzu sehr biegen kann. Wenn man das verkantet, glaube ich einfach von der Art und Weise, wie es gebaut ist, dass es abreißen wird, da ist die Paco ganz einfach netter und lieber. Deswegen, ich mag die auch sehr, sehr gerne, aber das ist ein anderes Thema. Ja, gut, jetzt gehen wir mal zum frischen Holz. Ja, ich mache mich jetzt daran, eine Lärche umzusägen, und die lebt natürlich, und ich muss alles dazu sagen, ich habe die ausdrückliche Erlaubnis und auch den Wunsch des Besitzers, weil die wird sowieso abgeschnitten, die gehört da nicht her. Das Ganze ist hier eine Weidefläche und da gehören die Sachen raus. Und das mache ich jetzt mit dieser Säge. Also wie gesagt, an alle Umweltschützer, die da zuschauen und mich jetzt kritisieren, ob es ich mache oder ein Holzarbeiter, der halt eine Lizenz dazu hat, macht keinen Unterschied. So, ich bin jetzt einmal ein Stückerl mit dieser Xiu, Liu, was weiß ich was, Ling Säge reingefahren. Geht eigentlich ganz gut und geht auch deutlich besser, wie zu erwarten war, als bei einem trockenen Holz. Die Paco ist trotzdem cooler. So. Aha, ein bisschen noch. So, Paco, ich lege sie wieder weg. Achtung, Baum fällt. Na ja, gut, Baum kippt. Glücklicherweise, damit er mich nicht erschlägt. Im frischen Holz ist sie deutlich besser. Trotzdem, ich kann damit nicht. Ja, ich werde mit dem Teil ganz einfach nicht warm, und daher ist das für mich ein Failed Product. Ist vielleicht ein bisschen zu viel, aber so richtig top ist die nicht. Da muss ich sagen, da gebe ich lieber noch einmal das Doppelte aus. Die hat, weiß ich nicht, so 8 oder 9 Euro kostet, so ungefähr. Gebe das Doppelte aus, dann bin ich schon einmal wieder in einer anderen Liga. Und wenn ich noch einen Monat spare, oder 2 Monate oder 3 Monate, und um 25 Euro bin ich zum Beispiel bei der Paco dabei, und mit der habe ich wirklich etwas, mit dem ich glücklich sein kann, ja. Also so sehe ich das zumindest. Link zum Produkt findest du trotzdem unten. Schaust dir ganz einfach an, ob dich die ganze Sache interessiert. Mag dir um einen Daumen nach oben bitten und einen Kommentar, wie du die Sache siehst, ob du Erfahrung mit solchen Günstigteilen hast und ob du das anders siehst und das bei dir anders war. Das wäre ganz einfach cool. Abo, ein paar andere Videos zum Anschauen, unten ein Link zum Produkt. Dein Reini Rossmann, bis bald, ciao.